Mein Name ist Katrin Gray, aber die meisten kennen mich wahrscheinlich eher unter meinem Künstlernamen Mermaid Cat. Ich bin nämlich tatsächlich eine professionelle Meerjungfrau und Unterwasser-Stuntfrau. Angefangen hat alles mit meinem Kindheitstraum. Als ich etwa 5 Jahre alt war, habe ich das erste Mal Ariel gesehen und dachte damals, Mensch, das ist so toll, im Wasser rumzuschwimmen mit so einer schönen bunten Flosse, dass ich seitdem eigentlich Meerjungfrau werden wollte. Später habe ich dann meine Ausbildung zur Tauchlehrerin angefangen. Und nachdem ich dann so viel in Berührung mit der wunderschönen Unterwasserwelt war, dachte ich, Mensch, jetzt kannst du doch irgendwie diesen Kindheitstraum wahr werden lassen. Ich habe mich dafür entschieden, okay, jetzt bist du Meerjungfrau. Und ich habe damals in Thailand gelebt und bin dann zu so einem Schneider gegangen, der im Prinzip Wetsuits für Taucher herstellt. Also er versucht zu erklären, dass er mir so eine Meerjungfrauenflosse schneidern soll. Und dann habe ich diesen Neoprenbezug, da habe ich mir dann so eine Monoflosse reingesteckt. Ja, habe angefangen zu trainieren und somit war Mermaid Cat dann offiziell im Mai 2012 geboren. Und somit ging das los, dass ich dann tatsächlich angefangen habe als Meerjungfrau. Und dann fing das an wie so ein Schneeballsystem, irgendwie immer mehr und mehr und mehr zu werden und größer und größer und größer. Ja, und heute habe ich mein eigenes Unternehmen und bin wirklich hauptberufliche Meerjungfrau. Als Meerjungfrau und auch als Taucherin sehe ich natürlich sehr stark den menschlichen Einfluss in unserer Unterwasserwelt. Das fängt schon damit an, ja, mit der Umweltverschmutzung. Ach, wie viele Tiere ich schon gesehen habe, Fische und so weiter, die zum Beispiel Hooks, also Haken, im Mund hatten. Bei wie vielen Cleanups ich schon unterstützt habe, wo wir halt von Stränden, von Riffen runtergegangen sind und dort halt Müll aufgesammelt haben. Wir bestehen alle zu einem Großteil aus Wasser. Wir kommen alle aus dem Meer, wir sind vom Meer abhängig. Das heißt, selbst wenn man sich die Erdoberfläche mal anguckt, da sieht man, dass ein Großteil unseres Planeten eigentlich blau ist, nicht grün. Deshalb ist es auch lustig, dass man den Planeten Erde genannt hat. Man hätte ihn eigentlich Wasser nennen sollen. Also dementsprechend, ja, wir sind alle vom Meer abhängig. Und wenn unsere Ozeane irgendwann sterben sollten, dann haben auch wir hier echt schlechte Überlebenschancen an Land. Und dementsprechend, ja, Wasser ist einfach meine treibende Kraft, wobei ich denke, eigentlich die treibende Kraft von wirklich vielen Menschen, auch wenn es manchen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Wir merken das ja schon, wenn wir einfach mal ein paar Tage zu wenig getrunken haben, wie wir so schlapp sind, wie so eine Blume, die irgendwie ihr Köpfchen hängen lässt und füllen wir uns dann wieder mit Wasser auf. Ja, merken wir einfach auch, dass wir wieder von ganz neuen Lebensgeistern irgendwie besetzt werden. Also von daher, ja, Wasser ist Leben. Mein Name ist Mermaid Cat. Meine Leidenschaft ist es, im offenen Meer mit wilden Meeresbewohnern zu schwimmen. Ein Leben ohne das Meer kann ich mir nicht mehr vorstellen. Meine treibende Kraft ist das Wasser.